Herzlich willkommen zur 10. Folge aus der Serie zum Thema Gefühle. In der heutigen Folge werde ich den dritten Schritt beim gesunden Umgang mit Gefühlen erläutern. Insgesamt sind es ja 7 Schritte. Erstens das Erkennen und Stoppen von Vermeidungsstrategien. Dazu habe ich euch die Übung Verhaltensanalyse vorgestellt. Zweitens das bewusste Wahrnehmen von Gefühlen. Darum ging es in der letzten Folge. Das spüren wir auch ganz stark in unseren Körper hinein. Drittens das Erkennen und Benennen von Gefühlen. Darum wird es heute gehen. Und dann folgen noch die Schritte 4, Gefühle annehmen, Schritt 5, Auslöser verstehen, Schritt 6, Gefühle prüfen und zuletzt der 7. Schritt, Gefühle auf gesunde Weise bewältigen. Heute wird es also vertieft um das Benennen und Erkennen von Gefühlen gehen. Im Englischen gibt es dazu den schönen Spruch Name it to tame it. Zu Deutsch benenne es, um es zu zähmen. Was bedeutet das? Wenn wir ein Gefühl benennen, erkennen wir es als das, was es ist, wenn wir es richtig benennen. Erst dadurch können wir entsprechend mit diesem Gefühl umgehen. Stellt euch vor, ihr würdet eine Waschmaschine immer Staubsauger nennen und auch entsprechend damit umgehen, weil ihr das so gelernt habt. Oder ihr nennt einen Kühlschrank Auto. Das funktioniert nicht und ist deshalb auch sehr verwirrend und verunsichernd. Aber wenn ihr lernt, Gefühle richtig zu erkennen und zu benennen, könnt ihr sie dadurch auch verstehen und dann entsprechend handeln. Das nimmt sehr viel Druck aus einer Sache, als würdet ihr bei einem Luftballon, der kurz vor dem Platzen ist, die Luft ablassen. Aufgrund unserer Erziehung und diverser Erfahrungen und auch aufgrund unserer Kultur ist es leider so, dass wir oft blinde Flecken im Hinblick auf unsere Gefühle haben. Wenn bestimmte Gefühle in unserer Herkunftsfamilie zum Beispiel tabu waren, ist es ganz normal, dass wir später mit diesen Gefühlen ein Problem haben werden. Und zwar so lange, bis wir daran arbeiten und das bewusst verändern. Von selbst wird es sich aber nicht ändern, weil das eben erlernt ist. Wenn ihr das schriftliche Multiplizieren auf eine bestimmte Weise gelernt habt, wacht ihr auch nicht eines Morgens auf und macht es ganz anders. Das müsstet ihr umlernen und dann länger üben. Vielleicht habt ihr in eurer Herkunftsfamilie oder später in eurem Freundeskreis gelernt, dass zum Beispiel Scham tabu ist oder Angst oder Verzweiflung oder Wut oder auch Zufriedenheit. Da ist so gut wie alles möglich und das passiert in den meisten Fällen auch nicht einmal mit Absicht oder bewusst, sondern kommt daher, dass eure Bezugspersonen selbst schlimme Dinge erlebt haben, wenn sie diese Gefühle gezeigt haben. Oder die Ablehnung bestimmter Gefühle war Teil des Schutzwalls, den sie errichtet haben, um sich selbst zu schützen. Und solche Dinge lernen wir dann. Es gibt auch eine Menge Coaches, die einem so etwas beibringen. Der Rapper Kolliger hat ja auch eine Zeit lang Geld mit Coachings verdient und ein Buch darüber geschrieben, das ich auch auf meinem Kanal rezensiert habe. Der Titel lautet Das ist Alpha. Das Buch wurde unglaublich viel gekauft, vor allem von jungen Männern, die sich noch natürlicherweise in einer Orientierungsphase befinden und diese Tipps darin stark verinnerlicht haben. Und in dem Buch geht es auch sehr oft um den Umgang mit bestimmten Gefühlen. Zufriedenheit wird darin zum Beispiel stark abgewertet. Da heißt es, dass nur ein schluffiger Fridolin Zufriedenheit empfindet und das Ziel jedes Mannes, der ein Alpha werden will, Unzufriedenheit sein sollte, um beständig hart an sich zu arbeiten, zum Beispiel im Hinblick auf Fitness und Muskelmasse. Da wird quasi ein innerer Antreiber kultiviert, der einen fertig macht. Eigentlich ein Muster, das massive Probleme verursacht und an dem man sich dann mit therapeutischer Hilfe lange Zeit abarbeiten kann. Ihr seht also, dass es eine Menge Gründe dafür gibt, dass wir unsere Gefühle nicht richtig benennen können. Zum Beispiel, weil wir gelernt haben, dass sie verboten sind. Oder weil wir schlichtweg nie gelernt haben, sie richtig zu benennen. Wenn wir in einem Haushalt aufgewachsen sind, in dem eine Waschmaschine immer Staubsauger genannt wurde, dann ist das eben so. Dafür brauchen wir uns nicht zu schämen. Genau wie wir uns auch nicht dafür schämen müssen, dass wir auf eine bestimmte Art schriftliches Multiplizieren gelernt haben. Aber sobald wir merken, dass wir uns selbst damit im Wege stehen, sollten wir umlernen. Dazu müssen wir unseren emotionalen Wortschatz erweitern. So wie wir Vokabeln lernen, können wir Gefühlsvokabeln lernen. Dabei lernt ihr im Prinzip die Gefühlsboten, die vor eurer Tür stehen, zu unterscheiden und richtig zu benennen. Das ist ein bisschen so, wie wenn wir Gourmets werden wollen.
Am Anfang können wir nur süß, salzig, sauer, scharf, bitter und mittlerweile wahrscheinlich auch umami, also deftig unterscheiden. Und wenn wir unsere Wahrnehmung aber schulen und unseren Wortschatz erweitern, können wir irgendwann sagen, das schmeckt fruchtig oder herb oder schokoladig und so weiter. Und so könnt ihr dann auch lernen zu sagen, ich empfinde Groll oder Enttäuschung oder Überdruss und so weiter. Groll ist zum Beispiel nicht das gleiche wie Wut oder Hass. Es fühlt sich ähnlich an, aber Groll ist eher unterdrückt und brodelt unter der Oberfläche, wie wenn etwas ewig auf niedriger oder mittlerer Stufe vor sich hinköchelt. Enttäuschung ist nicht das gleiche wie Trauer und wir müssen auch anders damit umgehen. Überdruss hat andere Ursachen als zum Beispiel Ärger und entsprechend müssen wir auch anders damit umgehen. Wir sind einer Sache überdrüssig, wenn wir uns zu lange damit beschäftigt haben oder wenn etwas sich zu oft wiederholt hat. Dann ist das Maß irgendwann voll. Aber Ärger entsteht oft aus einer einmaligen Situation heraus. Jemand, den wir noch nie in unserem Leben getroffen haben, nimmt uns zum Beispiel die Vorfahrt. Da empfinden wir Ärger. Wenn wir im Büro jeden Tag Dinge tun müssen, die wir als sinnlos empfinden, immer und immer wieder, dann empfinden wir eher Überdruss. Oder wenn wir versuchen, eine innere Leere durch Konsum zu stopfen, empfinden wir ebenfalls irgendwann Überdruss, weil das Problem nicht löst und wir aber immer weitermachen, weil wir nicht verstehen, was los ist. Es gibt auch diesen Spruch, Überfluss führt zu Überdruss. Und solche Gefühle wie Überdruss haben wir oft gar nicht auf dem Schirm, so wie wir die Wahrnehmung bestimmter Geschmacksrichtungen oder Nuancen noch nicht bewusst erlernt haben. Aber nur wenn wir wissen, was Überdruss bedeutet und wie es dazu kommt, können wir damit umgehen lernen. Wenn ihr zum Beispiel Überdruss mit Ärger verwechselt, und das kann leicht passieren, weil es sich ziemlich ähnlich anfühlt, wir sind nämlich verärgert und gefrustet, wenn wir einer Sache überdrüssig sind, aber wenn wir dann denken, ach ja, man soll ja nicht allzu lange an seinem Ärger festhalten. Es heißt ja auch, an Ärger festzuhalten ist wie Gift trinken und erwarten, dass der andere stirbt. Wenn wir dann also den Überdruss ignorieren wollen, weil wir denken, dass er uns vergiftet, arbeiten wir nicht an der Ursache und konservieren das Problem. Unser Bedürfnis nach Herausforderungen, nach Neuem und nach Sinn wird weiterhin frustriert und wir ignorieren es, weil wir es falsch zugeschrieben haben. Oder wir lassen es an unseren Mitmenschen aus, weil wir unseren Überdruss ja mit einem falschen Etikett versehen haben, nämlich dem Etikett Ärger. Und da ist es nur ein ganz kleiner Schritt hinzu, du bist die Ursache meines Ärgers. Ihr seht also, dass es wichtig ist, in dieser Hinsicht einen soliden Gefühlswortschatz zu lernen, damit ihr eure Gefühlsboten und damit euch selbst besser versteht. Sonst geht es euch wie einem Menschen, der sich in einem Land befindet, in dem er die Sprache nicht spricht. Da kommt es ständig zu Missverständnissen, wir können uns nicht artikulieren und verstehen auch das Gegenüber nicht. Und das führt zu zahlreichen Problemen und Stress. Und wenn wir Dinge benennen können, können wir uns dadurch auch besser von ihnen distanzieren. Wir sind dann weniger hilflos, weil diese Unsicherheit, etwas nicht richtig benennen zu können, beseitigt ist. Stellt euch vor, ihr habt irgendwelche Beschwerden und kein Arzt kann euch sagen, was es ist und woher es kommt. Und wenn ihr dann zu einem Arzt geht, der euch sagen kann, was es ist, fühlt ihr euch sofort erleichtert, weil man dann damit umgehen kann. Schritt 3 ist also im Prinzip ein Gefühlssprachkurs. Ich packe euch nochmal eine Liste verschiedener Gefühle in die Videobeschreibung und in einen angepinnten Kommentar. Da könnt ihr jeden Tag ein paar Gefühlsvokabeln durchgehen und euch damit auseinandersetzen, was das eigentlich für Gefühle sind, welches Bedürfnis dahinter steckt und wie sie sich von anderen ähnlichen Gefühlsvokabeln unterscheiden. Das müssen wir auch beim Erlernen einer Fremdsprache und auch bei unserer Herkunftssprache so machen. Das ist ein ganz normaler Lernprozess. Aber wir erwarten von uns, dass wir das einfach schon so können müssten, was absurd ist. Probiert mal die Übung Erkennen und Benennen von Gefühlen aus. Beobachtet euch selbst und erwischt euch beim Fühlen. Das kann auch total viel Spaß machen, so wie ihr euch eine Fremdsprache aneignet. Ich war in der 11. Klasse auf einem Schüleraustausch in Frankreich und habe die ganze Zeit ein dickes Wörterbuch von Pons und einen Block mit mir herumgeschleppt. Und ich habe es mir zur Gewohnheit gemacht, Wörter, die ich aufgeschnappt und noch nicht gekannt habe, sofort nachzuschauen und zu notieren. Das war zwar
ziemlich mühselig, aber dadurch habe ich richtig gut Französisch gelernt und von den damaligen Mühen profitiere ich heute noch. Das ist, wie wenn man sich etwas erobert. Ihr eignet euch damit etwas an, was euch keiner mehr wegnehmen kann. Gefühlskompetenz. Am Anfang ist es schwer und anstrengend. Das ist normal, aber bleibt dran. Es lohnt sich. Und denkt immer auch daran, dass es häufig so ist, dass auch mehrere Gefühlsboten gleichzeitig da sein können. Manchmal sind das auch total widersprüchliche Gefühlsboten. So ist das Leben. Ich war gestern auf der Beerdigung eines Freundes und dabei habe ich zum Beispiel Trauer, Wehmut, Rührung, Zuneigung und mittendrin sogar Freude und Hoffnung empfunden. Als die Trauerrednerin nämlich sagte, und jetzt gehen wir gemeinsam zum Grab, flog eine Schwalbe in die Aussegnungshalle, drehte einige Runden, flog über die ganze Trauergemeinde hinweg und dann wieder nach draußen. Da haben ganz viele Leute gleichzeitig geweint und gelacht, weil das so gut zu unserem verstorbenen Freund gepasst hat. Viele von uns haben sich so sehr über dieses Symbol gefreut und es war ein Moment, den wir nie vergessen werden. Und all diese Gefühle waren gleichzeitig da. Wir Menschen sind so. Wir sehen einen finsteren Wolkenhimmel und sind betrübt und dann sehen wir einen Lichtstrahl oder einen Regenbogen und sind plötzlich voller Zuversicht. Das ist total faszinierend. Aber wir haben irgendwann gelernt, dass ein Lichtstrahl oder ein Regenbogen Symbole für Hoffnung sind. Auch das ist erlernt. Ich empfehle euch wirklich, das, was gerade da ist, wenn ihr in euch hineinfühlt, zunächst aufzuschreiben. Macht euch da eine Art Vokabelheft, so wie ich mein Wörterbuch und mein Blog mit mir herumgeschleppt habe. Ihr könnt dann dazu schreiben, was ihr erlebt und wie sich das anfühlt. Und ihr könnt auch immer wieder auf eure Gefühlsliste gucken, quasi ins Wörterbuch. Wir können Vokabeln ja wie in der Schule lernen, also eine Liste auswendig lernen oder mitten im Leben. Das ist ein immersives Lernen, da taucht ihr zum Beispiel in eine Sprache ein. Im Prinzip kann man fast alles immersiv lernen, zum Beispiel auch Schach. Die meisten Schachwunderkinder sind einfach in einer stark von Schach geprägten Umwelt aufgewachsen, eigentlich alle. Sie sind also genau genommen keine Wunderkinder, sondern in eine Welt hineingewachsen, in der sie einer Sache schon sehr früh sehr stark ausgesetzt waren. Wenn euch das interessiert, könnt ihr euch mal auf Wikipedia den Artikel über den Pädagogen Laszlo Polgár durchlesen. Er war Ungar und er hat sich mit seinen drei Töchtern Susa, Sophia und Judith Experiment gebaut. Er hat sie von Anfang an in einer Art Schachwelt aufwachsen lassen und alle drei sind sehr starke Schachspielerinnen geworden. Zwei von ihnen gehören sogar zu den spielstärksten Schachspielerinnen aller Zeiten bis heute. Wir müssen nicht gleich Gefühlsweltmeister werden, das ist ja auch kein Wettbewerb, aber wir können unsere Gefühle, unser Gefühlsvokabular enorm erweitern. Nehmt dabei auch eure körperlichen Empfindungen zu Hilfe. Darum ging es ja im letzten Video. Sobald ihr anfangt, in euren Körper hineinzuspüren und dann noch die richtigen Zuschreibungen lernt, also eure Gefühle richtig zu erkennen und zu benennen, schafft ihr auch eine gewisse Distanz zwischen euch und euren Gefühlen. Ihr trennt dann eure Gefühle von euch selbst und erweitert damit euren Handlungsspielraum. Auf diese Weise werdet ihr nicht mehr von euren Gefühlen überwältigt. Da könnt ihr dann sagen, aha, hier ist der Gefühlsbote Wut. Dann wisst ihr, dass dieser Gefühlsbote nicht ihr seid. Das ist eine andere Instanz. Das seid nicht ihr selbst. Nur so können wir unsere Gefühle auch in den Griff kriegen. Wobei in den Griff kriegen nicht unterdrücken oder vermeiden heißt, sondern damit umgehen. Am Anfang dauert es noch ein bisschen, bis ihr zuverlässig in euren Körper hineinhören und dann das entsprechende Gefühl benennen könnt, so wie ihr eine Fremdsprache zunächst auch nur stockend sprecht und manchmal sucht ihr auch nach Worten und findet sie nicht. Aber es wird immer besser. Irgendwann, wenn ihr täglich übt, schon ziemlich bald, dann sprecht ihr die Sprache fließend. Und genauso ist es auch mit den Gefühlen. Das wird immer selbstverständlicher und läuft irgendwann ganz von allein. Am Anfang ist diese Lücke sogar wichtig, weil ihr euch dadurch Zeit verschafft und nicht in den Gefühlsstrudel hineinstürzt. In dieser zeitlichen Lücke seid ihr dazu in der Lage, bewusst zu entscheiden, wie ihr mit der Nachricht, die euch der Gefühlsbote überbringt und die ihr richtig verstehen wollt, umgehen wollt. Da könnt ihr euch dann zum Beispiel bewusst gegen Gewalt entscheiden, wenn ihr gerade einen Konflikt austragt. Und wenn ihr das 100-mal so gemacht habt, passiert es ganz von allein. Dann habt ihr die Gefühlsvokabel verinnerlicht
und euch sind auch verschiedene Handlungsoptionen vertraut, dann könnt ihr euch schon mal viel sicherer fühlen. So wie sich jemand fließend in einer Sprache verständigen kann. Eine wichtige Sache noch. Erwartet keine Perfektion. Ihr werdet immer wieder auch Fehler machen und ein Gefühl vielleicht erstmal mit dem falschen Etikett versehen und in der Folge auch unpassend handeln. Wenn ihr das dann merkt, übernehmt Verantwortung dafür. Wenn ihr euren eigenen Überdruss als Ärger etikettiert und auf euren Partner projiziert habt, dann entschuldigt euch und übt die Vokabel Überdruss nochmal. Aber lasst euch auch nicht verunsichern. Wenn ihr euch wirklich über euren Partner ärgert, weil er sich vielleicht auch bei der Etikettierung eines Gefühls selbst vertan hat und das an euch ausgelassen hat, dann lasst euch nicht erzählen, dass alles nur euer Fehler und euer Problem ist und ihr ja nur frustriert und unzufrieden seid. Schaut da genau hin und seid ehrlich zu euch selbst. Alles andere hilft nichts. Es bringt uns nichts, wenn wir darauf beharren, einen Kühlschrank als Staubsauger zu bezeichnen, nur weil wir es mal so gelernt haben und uns das deswegen vertraut ist. Lernt zu unterscheiden. Investiert in das Erlernen eines möglichst soliden Gefühlswortschatzes. Dann kann euch auch keiner so leicht verunsichern und ein X für ein U vormachen. Und zum Schluss bleibt mir nur noch euch zu wünschen, dass ihr beim Erlernen eines umfangreichen Gefühlswortschatzes Spaß habt. Werdet Gefühlsgourmets. Das verschafft euch so viel mehr Lebendigkeit in eurem Leben, indem ihr dann auch ganz anders an Probleme herangehen könnt. Denn Probleme und Herausforderungen werden immer auftauchen. Wir können nur unseren Umgang damit lernen, aber das ist eine ganze Menge. So, ich hoffe, ihr konntet heute wieder einiges mitnehmen. Falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da oder schreibt mir etwas in die Kommentare. Ich würde mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal.